Ich weiß, es ist schlimm. Was du erlebt hast, ist unvorstellbar. Aber ich kann nichts tun, wenn du nicht redest. Miss Walker. Miss Walker. Walker. Fest! Bitte, sag mir, was passiert ist. Okay. Meine Eltern wollten mich melden, als sie entdeckten, dass ich Kräfte habe. Ich war fassungslos. Aber mein Bruder Brandt hat sich immer um mich gekümmert. Er nahm meine Hand und wir rannten weg. Ein paar Jahre lebten wir auf der Straße. Immer versteckt. Ständig auf der Flucht. Wir haben schlimme Sachen gemacht, um an Geld zu kommen. Aber diese Nummer, bevor wir aus Seattle weggingen, die war schlimmer als alles andere zusammen. Komm schon, Fitch. Nur noch diesen einen Job. Wir haben alles, lass uns einfach gehen. Nein, heute ist Zahltag. Mhm. Wie viel? Genug für eine schöne Wohnung. Ja? Ja. Es reicht für eine hübsche Burma-Katze. Netter Versuch. Es reicht für einen Neuanfang. Und den brauchen wir. Scheiße, los, runter! Die Cops. Gut, du versteckst dich. Ich lenk sie ab. Nein, warte! Noch diesen Job, dann sind wir weg. Und niemand wird uns finden? Ja, sobald. Nein. Nein! Nicht die Superkräfte! Ich werde niemanden töten, nur ein bisschen Eindruck machen. Fett! See! Stopp! Sehen Sie her! Zu mir, Augen hoch! Officer Hall, ist das wirklich nötig? Okay, jetzt aber mal hierher! Haben Sie hier am Dock einen Kerl mit Irokesen gesehen? Wenn ich Ihr Boot durchsuche, finde ich... Halt! Wie wär's mit einem Trick? Brandt hat mich immer gedrängt, meine Kräfte geheim zu halten. Hätte jemand gewusst, dass ein Conduit in der Stadt war, hätte man mich gejagt. War schon vorgekommen. Aber in der Nacht hatte ich keine Angst. Ich würde meine Kräfte für den Job benutzen. Und dann würden wir zwei abhauen. Wir wären längst weg, bevor das DUP da wäre. Außer Sicht bleiben. Alles ist gut. Ich krieg den Job nicht hin mit diesem Kopf an der Backe. Ich glaube, ich bin sicher. Mir ist sicher niemand gefolgt. Brandt, alles okay? Ja, mir geht's gut. Aber als du angefangen hast zu leuchten, sind alle durchgedreht. Es ist zu gefährlich. Wir müssen sofort weg. Das DUP ist gleich da. Du wolltest doch einen Neuanfang.
Und du weißt, dass ich unbedingt diese Katze will. Sag mir einfach, wie der Job abläuft. Ach, gut. Aber beeil dich, bitte. Geh zum Penthouse Ecke Dritte und Stone. Brich ein und schnapp dir die rote Reisetasche. Okay. Was ist da drin? Hol sie. Und dann können wir mit einer ganzen Bootsladung Geld abhauen. Das hört sich fantastisch an. Wir schaffen das schon, Bruderherz. Du bist ihnen immer einen Schritt voraus. Beeil dich einfach. Du in einem TUP-Gefängnis, das könnte ich einfach nicht ertragen. So. Klapp, klapp. Ich will doch nur diese rote Reisetasche, sonst nichts. Ich sollte mich aufladen. Ich werde es brauchen. Okay. Fetch, alles okay? Warst du da dabei? Was ist passiert? Da waren lauter Russen, die um eine Bombe getanzt sind. Mist. Die Akulas haben ihn gefunden. Wen gefunden? Meinen Boss. Wenn sie von dem Penthouse wussten, dann wissen sie auch von unserem Boot. Wir müssen weg, jetzt. Gut. Lass den Motor warm laufen. Bin gleich da. Das alles tut mir leid. Ich hätte dir die Burma-Katze wirklich gegönnt. Ich weiß. Nächstes Mal, Bruderherz. Fetch, bleib von dem Boot weg. Die Akulas sind da draußen. Sie sind bewaffnet. Was? Ich komme sofort. Nein. Wenn du vor denen eine deiner Panikattacken hast, verhaften sie dich. Ich habe alles im Griff. Ich komme. Jetzt leg auf und versteck dich, Dummkopf. Ah.
schon. Wo steckst du? Dich. Immer wenn ich anfing durchzudrehen, habe ich mich auf Brent konzentriert. Er war das Einzige, das mich beruhigen konnte. Ich hielt an einer schönen Erinnerung fest. In der ersten Nacht in Seattle suchten wir Schutz vor dem